herzlich willkommen zurück zu Barbossa Let's Play bei... Gnade! Alter, so ja, bei der Witcher 3, der Wild Hunt. Das Schloss vom Roten Baron steht in Flammen und wir versuchen da jetzt mal schnell hinzukommen. Und zu schauen, was da jetzt genau passiert ist. So, hier ist das Tor. Schnell mal durch. Los! Blitze! Aha. Blitze ist natürlich wieder so... so nett zu mir, dass man schon mal gar nicht losreitet. So, ich glaube, wir steigen jetzt hier erstmal ab und schauen uns mal an, was uns hier erwartet. Oder was besser gesagt passiert ist. Okay. Keiner hilft hier großartig. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Okay. Ich versuch's zumindest. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Okay, wo ist denn das? Da vorne. Ich beeil mich mal. Okay, hier ist der Stall in Flammen. Da ist der Baron, verprügelt jemanden. Okay. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Ist zumindest eine Leiter. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Oh, eine Kiste. Ich kann nie widerstehen bei Kisten, so ich muss mich beeilen. Los. Hust, Hust, Hilfe. Wo ist denn der? Ist der hier unten? Okay. Hallo, hier! Ich kann hier nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Wo ist er denn? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich sehe ihn nicht. Ich kann dich holen. Okay, ich mache hier mal die Türen auf. Das Dach ist eingestürzt. Ich komme hier nicht raus. Aber wo raus? Wo bist du denn? Boah, ich habe fast keinen Sauerstoff mehr. Wo ist denn der? Hä? Wo ist denn der Typ? Ist der hier? Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Seht ihr den? Oh, mein Leben geht da runter. Okay, ich gehe mal hier hin. Ah, hier kriege ich wieder Sauerstoff. Sehr gut. Und weiter geht's. Mal lieber was. Mal schauen, wo der Typ ist. So. Ist das eine Tür oder was? Ne, ist keine Tür. Ich sehe den Typen nicht. Jetzt auch noch eine Tür. Ich mach. Ne, die sind alle offen. Offen, offen. Tu doch was. Hilfe. Wo ist? Was gut gemacht. Öffne das Haupttor. Okay, ich öffne schnell mal das Haupttor. Wow, lauf! Habe ich ihn jetzt gerettet? Ich glaube nicht. Wir werden es gleich sehen. Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Du hast ja einen fast lyrianischen Walz verdient. Das ist Anna total breit. Hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast. Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ah! Oh, was ist jetzt los? Oh, toll! Wir sind vor dir geflohen, nicht? Oh. Lügen! So, friss mein Hieb. Ist doch nicht so nett, wie ich dachte. Wir müssen reden.
Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Boah, das gibt's ja wohl nicht, oder Anna? Wie hat sie dich erzürnt? Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es wehtut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Okay. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. So, wie sind sie geflohen? Was ist passiert? Sie sind nicht weggelaufen, du hast sie vertrieben. Egal, ich weiß, wie ich sie finden kann. Egal, ich weiß, wie ich sie finden kann. Naja, egal ist es nicht ganz. Obwohl, wir halten uns aus allen raus. So. Erzähl mir vom Tag ihrer Flucht. Alles, woran du dich erinnerst. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. Kampfspuren im Zimmer. Vielleicht erfahren wir jetzt mal die Wahrheit. Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. Okay. War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen? Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Na dann.
Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säufer-Albtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding, auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Okay, muss ein schrecklicher Anblick gewesen sein, das können wir uns vorstellen. Ich habe schon viele Tote gesehen, aber das muss hart gewesen sein. Oh ja. Meine Beine gaben nach. Und ich habe Leichenfelder in Sodden und brennende Hexen in Maribor gesehen. Doch verglichen damit war das alles ein Hasenpimmel neben einer riesigen Eiche. Und allein ich bin schuld. Das wissen wir noch nicht. Das Amulett, das Anna trug, könnte eine Rolle spielen. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Mit Schuld ist er bestimmt. Was hast du mit dem Kind gemacht? In ein sauberes Laken gewickelt und vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Fühle deinen Schmerz. Ich fühle mit dir, wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Lass mich erklären, du musst es nicht genau wissen. Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. So, ich habe noch nicht entschieden, was ich tue. Nein, das lassen wir. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Ich hole dich später, oder? Oder wollen wir es gleich machen? Ich bin bereit. Was soll's? Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür.
Oha, das wird ja eine interessante Sache. Noch etwas weiter. Mir nach. Und dann. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Heieieiei, das wird hier echt. Ist es. Oh Gott. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. Ach du Heilige. Ich darf's doch nicht töten, oder? Das Monster angreifen oder was? Die Fehlbeine enthüllt, was verwandeln? Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Heb ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Alter. Gott sei Dank ist das Frühstück schon länger her. Barmherzige Götter. Gott, was soll ich jetzt machen? Zurück zur Burg. Achso, warte, ich muss auf jeden Fall mit dem Zeichen beruhigen. Wo haben wir es denn? Feuerschlag, Schutzschild, magische... Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Vorne bauen Eingang der Burg. Soll ich das mal machen? Ich weiß gar nicht, ob das klappt. Eieieiei. Das ist ja mal... Mir fehlen glatt die Worte. Oh, oh. Was muss ich jetzt machen? Scheiße, doch nicht jetzt, Geralt! Hungrige Geister, der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Was? Was? Wie? Was? Was? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm her hier. Kommt her hier. Ja, 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 alles wird gut. Aua. Bleib ruhig, Kind. Wir checken das. Ah, den Hammer. Aua, 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 aua. Bleib cool hier, Mistviecher. Boah, ich bin nicht. Hol mich die Pest. Er bewegt sich. Oh, ganz ruhig. Ess mal lieber was. Aber was hast du damit vor? Ich? Nichts. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpelbold. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Ich befürchte, dass jetzt nochmal was passieren wird. Ich hab's befürchtet.
Es kommen noch mehr. Beeilung. Los doch! Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen! Warte mal. Wo sind sie? Da sind sie. Ja, ja, ja. Komm her hier. Nummer 1. Was ist der nächsten? Da ist noch einer. Ah, ja, hier. Scheiße. Ja, ja, ja. Der macht vollen Schaden. Oh, Alter. Jetzt geht's aber ab hier. Das sind noch zwei. Oh, wie viele sind das? Ja, beruhigen das Kind. Er bewegt sich wieder. Wie ein scheiß Aal. Ich kann ihn nicht halten. Komm schon, bleib ruhig. Wirke das Achsezeichen, um den Fehlgeburt zu beruhigen. Mach ich doch. Es hat geklappt. Boah. Er ist ruhig gestellt. Alter Falter. Wisst ihr was? Ich speichere ganz kurz. Das ist mir ein bisschen zu aufregend hier. Du kannst nicht speichern. Oh, na toll. Na schon gut. Einen Namen gewählt? Nein. Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? Ja. Falls jetzt noch mal ein bisschen was Schlimmeres kommt, lieber noch was nachschmeißen. Bleib bloß ruhig. Und jetzt? Sprich mir nun. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen. Und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen, Stea. Und empfange dich als meine Tochter. Gut, und jetzt begrab sie. Jetzt? Innerhalb eines Tages sollte sich Dea in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Okay. Hol den Tölpelbold dort herbei, wo der Fehlgeborene begraben wurde. Okay. Und wie mache ich das? Jetzt speichere ich mal ganz. So, liebe Leute, ich musste leider einen Cut machen, nicht wundern. Und jetzt machen wir hier nochmal weiter. Das Real Life habe ich wieder eingeholt, aber ich möchte noch ganz kurz vorher meine Armbrust wieder reinschmeißen. Nein, nicht die Fackel, die Armbrust. So, jetzt geht's weiter hier.
Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Okay. Oh, Alter, der hat eine Geschwindigkeit. Lauf, Hexer! Bam, bam, hey, Jungs. Bam, bam, bam. Mal losziehen und uns die Bestie vorknüpfen. Jetzt bin ich ja gespannt, wo die Frau ist und die Tochter. So, laufen wir mal ein bisschen schneller. Der hat einen richtigen Speed drauf. Sag bloß, ist gleich hier in der Nähe. Ja. Wir müssen die Pferde tränken. Bin ich jetzt wirklich gespannt. Ja, hier ist nichts. Also das ist echt eine geile Storyline. Also ich liebe dieses Spiel so sehr, wie ihr seht. Klar, ich hatte schon ein paar Schwierigkeiten. Vor allem Schwierigkeiten mit Quests richtig finden, aber am besten ist, man bleibt so ein bisschen der Storyline treu. Und dann kriegt man eh diese Level-Sachen hin. Okay, hier sind ein paar Ertrunkene. Die lassen wir jetzt mal weg. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht gegen die kämpfen. Lass mich in Ruhe. Oh, hallo. Lauf. So. Sag bloß. Okay. Sie hier. Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Hier sind auf jeden Fall Spuren wieder. Was haben wir denn hier alles? Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Oh Gott, ich glaube, sie wurde entführt. Ein Hufeisen? Kein Pech, sie, da könnte sich ein Pferd leisten. Okay, Hufeisen haben wir auch. Räumen wir hier nochmal schnell alles aus. Oh Gott. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay. Sie will mir noch was zeigen. Okay, alles klar. Ich esse jetzt lieber nochmal was. Ich weiß jetzt nicht, was mich erwartet. Lieber ein bisschen mehr Essen drin als zu wenig. Oder mehr Hitpoints. Was ist das denn da vorne? Komm, weiter geht's. So, wir sind schon hier. Scheiße. Dann müssen wir die doch mitnehmen. Aber. Oh, Alter. So, der explodiert eh wieder. Ja. Wow, schnell weg. Ja. Nehmen wir den hier auch noch mit. Oh, ich muss schnell weg. Oh. Okay. Das hat sich selbst erledigt. Oh, Alter, wie viele sind das? Geht das schon hoch? Nee. Jetzt aber. Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. Ah, zuerst nehmen wir hier mal alles mit. Okay, es wird auf jeden Fall heute wieder eine längere Folge. Aber das macht ja nichts. Wer weiß, wann ich wieder auf solche Viecher stoße. Ich packe da wirklich mal lieber alles ein.
befürchte, dass mich das noch zu einer ganz üblen Sache führen wird. Oder Gegner oder was auch immer. So, untersuchen wir das mal. Ah, wird mir angezeigt. Was haben wir denn da? Knochen erstmal anschauen. Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Okay, Sattel. Der Sattel ist angebissen. Nekrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Rippen. Riesige Klauen. Das war kein Nekrophage. Okay. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Okay. Und der Kopf natürlich. Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Fassen wir zusammen. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Hm. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Ja, na dann müssen wir weiterschauen. Ich esse mich mal nebenbei wieder ein bisschen voll. Aber ganz kurz wechsle ich wieder mein Zeichen. Feuerschaden, das haben wir ja geskillt. Wolf. Ah, Wölfe, lasst mich in Ruhe. Ich habe jetzt keine Zeit und keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Wo geht's denn lang? Okay. Kann ich speichern eigentlich? Ich bin ein bisschen vorsichtig geworden, seitdem ich das erste Mal gestorben bin. Was haben wir denn hier? Okay. Eine Fischerhütte. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Er ist das! Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. So. Was ist mit der Frau passiert, die hier war? Was hast du gesehen? Kannst du sie beschreiben? Ich will der Frau helfen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Der Junge hat nichts gesehen, Herr. Er ist noch ein Kind. War nur ein Traum. Dann soll er mir seinen Traum erzählen. Also, Kleiner, was hast du gesehen? Wer war hier? Papa hat sie abends mitgebracht. Die Dame, die Medizin macht. Sie hatte Angst. Sprach von einem grässlichen Monster und dass sie zurück muss. Wohin weiß ich nicht. Mama und Papa haben sie aufgemuntert, ihr neue Kleidung gegeben. Ihre war zerrissen. Das klingt auch ein Traum. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Okay. Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich hab in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch. Und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien.
hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da habe ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Okay, warum hast du ihm geholfen? Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. So, was geschah dann? Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und 2 glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald, unsere Pferde. Meins und Fräulein Tamaras erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Okay. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Sprich mit dem Baron über seine Familie, findet Hermane Tochter in Oxford. Alles klar. Mal wieder ein bisschen was erfahren. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Oh cool, Stufe 6. Das hat sich ja gelohnt. Ja, wir haben eh schon ein bisschen Überzeit in unserer Folge. So, ich soll ja mit dem Baron noch sprechen. Was ist das andere? Nach Oxford soll ich. Ah, da haben wir ein Problem. Da brauchen wir einen Pass. Aber vielleicht kriegen wir den vom Baron. Na, dann löst sich das ganze Rätsel sowieso. Na dann, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Boah, ja, erfahrene Punkte. 300. Ja, da kann man nichts sagen. Dann trennen sich hier unsere Wege auch für die heutige Folge. Bisschen Überzeit, ist nicht schlimm. Oh, was ist das da hinten? Was war das denn? Oh, ich finde auch dauernd was Neues, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Episode gehen wir dem Ganzen weiter nach und finden vielleicht heraus, wo die Tochter ist und Tamara. Und schauen uns mal, wo uns der Weg hinführt. Und das wäre echt ziemlich interessant. Und ich freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal mit einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ne?